Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von H1Z1. Und irgendwie haben die Angst vor mir. Dabei haben wir uns doch letztes Mal nur ein paar Pfeile in den Kopf geschossen. Die Dano ist wieder dabei. Hi. Und jetzt hast du eine Shotgun in der Hand. Ja, das kann euch ja nichts antun. Und der Matze natürlich auch. Ja. Hallo. Hallöle, wir verbannen hier unsere Munition. Der Server-Vibe steht kurz bevor. Aber wir machen uns noch rüber nach Ranchito Taqueto. Ich weiß nur nicht mehr die Richtung. Moment, von hier müsste es eigentlich nach Westen gehen. Jawohl, da lang. Der mein Kompass sagt, er weiß nicht wohin. Finde ich cool. Ja. Das ist ja vertrauenserweckend. Ist doch normal hier. Wir haben jetzt übrigens einige Zombies angelockt durch unser Geball. Können wir gleich wieder. Soll ich noch ein bisschen Pfeile produzieren vielleicht? Na, aber oh, hier kommen noch ganz viele. Hey, ja, ich sag, du wolltest ja doch Action. Ja, ja, ich sag doch. Ich habe nur überlegt gerade, ob ich mir noch ein paar Pfeile hole. Wir sollten nicht so schnell reinrennen, sondern sie nach und nach anlocken, ne? Wir könnten auch einfach durchrennen, aber vielleicht ist mal einer dabei, der richtig schönen Loot hat. Oh, 245er Round, ja. Ja. Macht ihr schön. Die gehen alle auf den Matze. Ja, weil ich bin halt der Massenvernichter. Der am meisten Wirbel macht. Ja, du machst am meisten Krachscheins. Ich bin hier voll gut im. Wenn ihr da drauf haut, dann zucken die halt so komisch und gehen auf die Pfeile vorbei. Es ist ein bisschen. Auch Bandages. Du brauchst. Haltet mir mal den Rücken frei. Doch, doch. Ja, Moment. Ich muss nur nehmen. Ach, macht ihr das mal. Das. Ne? Macht ihr gut. Nee. Ihr müsst mir mal den Rücken frei halten. Ich ja, hab ja, nicht ich mehr bin viel. Doch da. Alles kein Thema. Nimm ihn! Du hast volle Ruhe. Koya freut sich jetzt auch an seiner Axt. Ja, das. Der Bogen ist doch nicht so toll und jetzt rennen die Zombies zu ihm. Der Achtung, Bogen? Koya, hinter dir. Der Bogen ist an sich gut. Das Problem ist, wenn ihr draufhaut. Ja, ich nehme noch mal eine. Wenn ihr draufhaut, dann zucken die so schön. Und dann ist doof. Dann ist das mit dem Looten, mit dem Bogen einfach ein bisschen schwierig. Das war der Matze. Der sieht manchmal auch aus wie so ein Zombie, ich sag das Matze, auch. Matze, schreck dich nicht, ich schreck mich doch nicht so. Hier, die lassen 45er Round Muni fallen, ganz ordentlich. Ja, ja. Nicht nur du. Ach, geh doch sterben. So. Schau mal. Noch nicht so schwer sein. Also ich wäre wirklich eher für Bogen, aber na gut. Oh, Tactical Helmet. Dann nimm du doch einen Bogen, du brauchst nur Pfeile. Ja, ja, ich bräuchte dann wie blöd. Pfeile wieder. Nee, das Problem ist wirklich, wenn ihr draufhaut, kriege ich nicht noch einen Pfeil platziert, weil die dann immer zucken, wenn ihr draufhaut. Dann sind die immer schön, hier liegen ein paar Beutel rum. Aber ich denke mal, wir haben sie alle gelootet schon, ne? Ich hab's so alle gesehen, ja. Feuerzeug brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Nutzt die Zeit und nimm dann doch nochmal eine Bandage, wo es gerade ruhig ist. Ja, sinnvoll. Huch, wo kommt der jetzt her? Der war gut drauf. Nun denn, herzlich willkommen in Ranchito Taqueto. Die Einwohner sind ein bisschen mürrisch, aber... An sich ganz nett. An sich ganz nett, ja. Ja, geht's. Da haben sie jetzt nicht so mit der Körperhygiene. Ja, auch mit der Gastfreundschaft. Man muss erstmal ein bisschen mit den warm werden. Wer, was, wo kommt, was? Nicht schießen, bitte, das macht viel Krach und ihr wollt jetzt doch Action. Ja, aber wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Die sind alle direkt gespawnt und auf uns los. Okay. Das heißt out of Pfeile. Dann. Also, das ist der Matze. Loote mal. Danke. Oh Mann. Im PvE wärst du, im PvP wärst du wieder gestorben. Sei froh, dass wir PvE sind. Ah, herrlich, Leute. So, komm, lass uns mal nach Ranchito reingehen. Glaub, ja, schnell mal durch die Beutel schauen hier. Ja, schnell mal heißt, da kommt gleich die nächste Welle.
Ja, aber es liegt Muni wie blöd da drin. Wir brauchen keine Muni. Wenn wir hier ballern, dann werden wir überrannt. Wir sie mitnehmen, auf jeden Fall will ich sie haben, wenn sie schon hier liegt. Damit sie dann beim Server-Vibe wieder weg ist. Ich weiß auch nicht, was wir hier noch für eine lustige Party veranstalten werden. Wir werden uns am Ende der Folge abballern. So lang schießen, bis wir tot sind. Wahrscheinlich sterben wir vor Langeweile. Woher geht uns die Munition aus? Ja, schon ziemlich schnell, ja. Wir können aber testen, wie viele Pfeile in Matzes Kopf stecken bleiben können. Nein. Wir können austesten, wie viele in Kujas Kopf reingehen. Dafür baue ich mir sogar wieder einen Bogen. Ey. Zugegeben, langsam werden es viele. Matze, Achtung. Wow. So. Gut, dass wir ein paar Bandages haben. Mal noch mehr. Hinter Koja. Hinter dir, Danu? Hinter allen. Ja. Hier kommen gerade nonstop. Ich würde sagen, gehen wir weiter, oder? Ich würde sagen, wir gehen weiter. Das ist ein bisschen... Ich muss laufen, ja. Ich habe eine Blutung. Ja, dann lauf vor. Kommen wir mal ein Stück weiter. Lauf vor, warte? Lauf vor. Warte, warte, auf. Ich hab's doch geschafft, sie zu nehmen jetzt. Okay, gut. Lass mich machen. Wollen wir in diese Wohnblöcke mal rein und da ein bisschen looten gehen, oder? In der Hoffnung, dass man so los wird. Du wirst auf jeden Fall los, kein Thema. Wie bist du los? Dann gehen wir mal rechts in so einen Block. Dann gehen wir da rein und der müsste der Eingang sein, genau. Macht die Tür hinter euch zu. Oh, jetzt hätte mich die Tür fast rausgekehrt. Das wäre ein Fail, wenn ich da verreckt wäre. Oh ja. Huch. Seit wann sind denn hier Zombies drin? Kann doch passieren. Die kenne ich überhaupt noch nicht. Bei mir ist neulich ein Wolf gespawnt, mitten in der Nacht. Im Haus? Im Haus. Nee, ist klar. Kann man ja machen. Ich habe mich gewundert, woher der gekommen ist. Offensichtlich hat er sich getarnt als Teppichverleger oder so. Ah, das ist eine gute Möglichkeit, ja. Hier mal wieder dran denken, noch ein bisschen Clothes mitzunehmen oder so. Also, ne, Scrap of Clothes. Mhm. Denk mal, Bandagen brauchen wir ja noch ein paar. Ganz schön was los da draußen. Ja. Mal gucken, wie man da wieder raus... Huch, hier ist der Nächste. Habt ihr die Tür auch zu, ja? Ja. Gott, bist du hässlich. Ich hab den ganzen Zombie-Fernseher... den Sony-Fernseher kaputt gemacht. Ach, der geht nicht kaputt. Die sind unkaputtbar, die Sony-Fernseher. Ja. Ja. Gut. Ich hoffe, du warst noch nicht im Schlafzimmer, Koja, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich so ein bisschen durcheinander war. Ich schätze schon. War da was wichtig? Wird er wieder irgendwer schreiben, dass du Muni übersehen hast. Oh, ja, nee, ich wollte nur gucken, ob ihr die findet. Ja. Ich geh mal rauf. Bräuchte man mal eine Working Bench? Ja, ich bin auch schon eins hoch. Koja, sowas sagt man doch. Okay, in der Wohnung bist du. Die habe ich nicht übersehen. Ha. Wer ist in welcher Wohnung? Was weiß denn ich, in welcher Wohnung ich bin? Koja ist genau dort, wo du gerade reinschaust. Ich bin da und die dritte ist frei. Spool of Twine liegt hier rum. Aber gut, der Rucksack bringt jetzt ja auch noch... Jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Ja, auch nur 1200. Hier liegt noch eine Spool of Twine. Hm. Ihr habt ja alle die 1200er, ne? Ja. Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, ich gehe wieder ins Hoch. Viele Zombies. Ist echt was los. Wieder die gleiche Wohnung. Big Trouble hier. Du bist rechts rein. Okay, dann gehe ich links. Ja, genau. Und da, wo Matze rein ist, ist da oben keine Wohnung. Der Arme. Ja, nee, dann suche ich hier nochmal ausgiebiger.
Ja, also da wo ich war, kann man alles übersehen haben. Da wo ich war, kann man immer empfehlen, nochmal durchzugehen. In der Regel ist das dann sehr fündig noch. Sprach er und übersah wahrscheinlich in diesem Moment was? Wahrscheinlich. Ich gehe hoch. Miau. Okay. Da unten ist ganz schön laut im Eingangsbereich. Oh ja. So, ich wäre auf dem Dach, das bringt mir aber auch nichts. Ja, dann gehen wir doch die Party auflösen. Sperrstunde. Messer braucht doch keiner, oder? Nö. Hey. Treffen wir uns unten an der Tür mal innen und gucken uns mal die Lage an, ja? Okay. Ja, ich fürchte, wir müssten noch eine Weile hier irgendwo drin sein und ruhig sein, dann... Ach Quatsch, wir machen die Tür auf und lassen sie einzeln eintreten. Oh ja, was soll denn passieren? Wir klitschen durch die... Das sind doch nur 30, 40 Stück. Habt ihr geschaut, wohin die andere Türe da geht? Nee, ich mach grad mal auf. Sind Zombies. Aber da kommen sie einzeln, oder? Wenn sie überhaupt kommen. Nee, hier war nur einer drin, glaube ich. Ja. Hier war einer drin, den haben sie eingesperrt in die Besenkammer. Das Teppichluder. Warte mal kurz. Ich darf mal. Lol, hast du gerade durch die Türe? Ja, der eine Zombie ist jetzt irgendwie abgeschmiert. Ja. Wir könnten hier durch. Und einfach abhauen. Ist ja langweilig. Huch, wo kommen die denn her? Hä, die glitschen hier wild durch die Gegend, ey. Vielleicht sind es die Zombies, die du vorher getroffen hast. Ja. Also ich wäre dafür, die Tür aufzumachen und so ein bisschen Party zu veranstalten. Jo Gott, wie ihr wollt. Lass sie einfach mal einzeln eintreten. Ich mach Lass mal auf, ja? Lass sie einfach kommen. Ja, ja, mach mal. Guck, guck. Toll, voll spannend. Hallo. Hallo Zombies. Hallo. Hallo Zombies. Jetzt wollen sie nicht mehr. Ey, wenn wir hier bleiben, dann werden das immer mehr und wir kommen hier auch nicht raus. Ach klar. Ja, ich würde schon sagen, dass wir eher rausgehen. Koja, blutest du? Ja, ziemlich. Dann nimm eine Bandage. Bin dabei. Bin dabei. Was waren nochmal diese Immunity Boosters? Matze, du waren blutest das? Auch. Ja, deswegen habe ich die Tür zugemacht. Eventuell mal was trinken. Ja, ja. Oh, das geht noch. Alles easy. Lass uns einfach rausgehen. Ich mache mir noch mal ein paar neue Bandages. Und dann gehen wir ins nächste Haus rein, oder? Aber ich frage mich gerade, was wir hier eigentlich noch looten wollen. Wir können auch kämpfen bis zum Umfallen. Wir wollten doch nur ein bisschen Zombie Spaß haben. Bisschen Zombie Spaß. Ja nicht. Eben. Yay! Komm, wir kämpfen jetzt bis... Und dann schauen wir mal, wer mehr Zombies am Ende getötet hat. Aber das werdet eh ihr sein. Ja, wir haben ja die ultimative Waffe dafür. Das werdet ohnehin ihr sein. Wir werden es nie schaffen mit den Zombies. Wo sind sie denn? Ja, die kommen gleich schon wieder, die nächsten. Du hast immer so kurze Phasen, wo es mal okay ist. Wir kämpfen jetzt bis... Bis keiner mehr steht. Vor allem keine Zombies mehr. Oh, ein Mülleimer, da gibt's bestimmt was Leckeres. Ein Zombie ist da bestimmt drin, so wie das hier. So wie das hier ist. Wo sind die Zombies hin? Ich weiß es nicht, alt tot. Hast du die alle vertrieben? Ja, ja, ich habe kurz Bu gemacht und dann sind die alle weggelaufen. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen. Die sind so kamerascheu. Matze, wir sind oben auf der Straße, falls du uns suchst. Das ist eine nette Info. Die sind so furchtbar kamerascheu, diese Zombies. Immer. Siehst du mich, ja? Ja. Gerade Blitzlicht und so mögen sie gar nicht. Der wollte ja doch nur zum Beispiel. Teile Ohrfeigen.
kann man auch ein bisschen üben hier mit diesem Weggehen und so, dass die einen nicht treffen nach Möglichkeit. Ja, war schon mal spannender, ne? So, wo habe ich meine Bandages? Wenn's spannend ist, ist es dir immer zu spannend. Dann willst du wegrennen. Ja, also nicht hier jetzt am Ende, ist es mir jetzt relativ... Jetzt kommen ein paar. Toll, ich suche gerade noch meine Bandages. Hast du welche? Ja, da sind sie. Okay, ich hatte jetzt gerade nicht gesehen. Darfst du nochmal schnell ein paar? Ja, da kommen die nächsten. Keine Ahnung, warum die rennen immer auf Matze. Weil Matze. Der hat die schönen Pfeile im Kopf. Ich glaube, Matze wird der Erste sein, der liegt. Matze, du blutest. Ja, aber ich muss noch mal kurz gehen. Vielleicht findet man ja gleich noch so viel Munition. Allerdings bräuchten wir dann noch eine Workbench. Es ist hier irgendwo eine Basis, wo eine Workbench steht, die man nutzen kann. Ah, den kleinen. Den langsamen. Ja, Gott, also ich glaube, das kann noch eine ganze Weile gehen, bis wir hier umfallen. Ja. Vor allem, aua, jetzt hat er mich erwischt, dieser böse Purche. Also das Einzige, was passieren könnte, ist, dass die... Nein, nicht schießen, das wird fies jetzt. Einzige, was uns wirklich passieren könnte, ist, dass die Bandages ausgehen, ne? Nö. Irgendwann ja. Oder du musst nur mit der Machete immer wieder die Scraps rausholen. Oder stimmt. Die Axt geht kaputt. Ich habe Weapon Repair Kits auf Lager. Weapon Repair. Wie viele hast du noch? 3 oder 4. Cool, es wird eine lange Folge. Ja, ich glaube auch, ich rechne damit, dass wir nicht vor Juli. Vor allen Dingen die ganzen Kappen, mit denen kannst du auch immer wieder, ne? Ja, eben. Ist jedes Mal auch wieder eine Bandage. Aua, hab mich erwischt. Das gibt's ja wohl nicht. Die sterben. Ist jetzt Ruhe hier. Ja. Okay. Gut, also wie gesagt, die spawnen hier ohne Ende. Ich denke mal nicht, dass das so bald Ruhe gibt. Oh. Das sind wieder Karten zum Schreddern. Ja, und Munition für deine 45er. Cool. Ach, hat er mich erwischt. Ich will nur dein Bestes. Ach so. Ja. Ein Fleisch. Genau. Ah, dachte ich mir gleich. Ja, Koya Steak ist sehr lecker. Echt? Ja, bestimmt. Matze, probieren wir's? Nein. Na gut. Oh, ich korrigiere. Ich habe mindestens 8 Weapon Repair Kits. Oh Gott. Also ich habe ungefähr 16 Bandages. 17. Oder so. Vielleicht sollten wir uns eine andere Beschäftigung suchen. Zumal... Jetzt haben wir Ruhe. First Aid Kits kann ich euch auch noch bauen. Ich will eigentlich mal gerade genau keine Ruhe haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist doch klar. Wenn wir sie haben, wollen wir sie nicht. Das ist... Ah, weißt du, herrlich. Oh ja, du sagst noch hier von wegen, das wird doch nie aufhören hier. Ja, ja, so in der Regel ist das auch ja nur, es war ja auch sehr lange. Wenn du jetzt überlegst, du willst einfach nur mal schnell looten gehen oder so, dann nervt das schon, dann rennst du halt weg. Bist ja in der Regel schneller als die. Und dann ist gut. Mach mal die Straßen wieder sauber. Genau, muss die Straßenreinigung nicht so, ja, genau. Vielleicht spawnen es danach. Das kostet alles nur Steuergelder unnötig. Die keiner zahlt. Zahlst du? Ich habe hier in diesem Spiel bestimmt mal früher Steuern gezahlt. Okay. Oder meinst du, das sind alles Steuerhinterzieher, die hier zu Zombies natürlich werden? Ja. Die hatten alle ein Konto in der Schweiz. Ah. Okay, oder es sind die Finanzbeamten, die Blutsauger. Oh, hier sind wieder ganz viele Zombies. Wo? Geh mal mitten ins Getümmel hier auf dem Berghang. Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass ihr vielleicht... Oh, das sind 4 Zombies. 5, 6. Ja, schön. Die Zutaten für ein Auto liegen. Freue mich drauf, ich habe nämlich was vor.
Kommt mal her, halt mal mit der Kamera drauf. Was? Mach mal. Das Kamerateam kommt. Die Granate. Oh, Moment. Schnell. Ja, bin da. Bitte. Matze? Ich weiß noch nicht, wie ich sie zünde. Im Zweifelsfall weglaufen. Matze, renn weg. Hat nicht ganz geklappt. Du 6%. Tja, ich sag doch, Matze Bandit wird der Erste. Hier. 3, 2, Bandage drin. Oh. Oh. So, jetzt haben wir ein bisschen Trouble. Ist doch schön. Du musst die ausrüsten in die Hand, wie die Axt. Hab ich doch schon. Echt? Ja. Okay. Dann weiß ich auch nicht, wie man sie zündet. Eigentlich Rechtsklick werfen, denke ich mal, und warten. Ja, es passierte aber nichts, leider. Okay. Oh, hi. Wie viel Prozent hast du noch, Matze? Ich war auf 2% runter. Ist gut. Ich hab jetzt 14 wieder. Matze, es liegt was am Boden. Vielleicht wäre das auch die falsche Granate. Schauen wir uns mal die Granate an. Oh, sehr schön. Links. Ja, ich bin noch dran. So. Wir wollen ja nicht, dass du als Erster abnippelst. Sag ja nicht Kojas Job. Was? So schnell geht das nicht. Ich muss es ja jetzt erstmal wieder in meinem Inventar suchen. Das ist ja egal, passiert ja jetzt nichts. Hi. Ich sag mal, was ist das für ein Zombie? Jetzt ist er tot. Ja. I should bandage myself. I'm wounded. Ich will jetzt auch mal so eine Granate. Hast du noch 0%, oder? Ich, ja, gut, ich hab 40%. Ich schmeiß jetzt ein paar Bandages rein. Die Frage ist, also ich habe jetzt auch mal so eine Handgranate ausgerüstet. Ich weiß. Aber ich habe jetzt eigentlich nur so Smoke Grenades, sehe ich gerade. Nee, ich habe eine richtige. Eine M irgendwie was. M67 oder sowas, keine Ahnung. Noch so eine, die vom Zweiten Weltkrieg üppig ist, die ist bestimmt noch gut. Nur die guten. Schauen wir mal, da oben sind ein paar Zombies. Komm, dann sammeln wir mal ein paar und dann versuche ich die mal zu zünden. Ich sammle mal Zombies. Zombies. Wo genau? Hier rechts der Straße zum Beispiel und links der Straße. Hallo, hallo. Ich habe nicht gesehen, wo er hin ist, aber ich gut. Ich auch nicht, aber wir werden es hier, da, sehen. Guckt doch die Straße hoch, hoch, andere Richtung, hinter euch, hinter euch. Ach, da. Wo sind die Zombies? Das kann doch nicht sein. Ja, wollen nicht mit. Die haben Angst vor der Granate oder so, keine Ahnung. Wenn die so einen bekloppten Hallo? Ey! Die wissen auch, dass man so. Was ist denn? Ey! Ey! Greif mich an, du Arsch! Ups. Ach. Dann, wenn ich mich umdrehe. Ja? Du Arsch mit Ohren. Das war genau so geht's. Das war eine Smoke-Granate. Oh, aber die Grafik ist gut. Was? Die Animation war toll. Ja, die habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur den Schmuck gesehen jetzt. Ich meine den Schmuck. Der war grafisch, ja, das Highlight. Meinst du? Dann lass sie mal kommen. Lass sie mal im Kreis laufen und ein bisschen sammeln. Ich versuche die mal. Ich schau mal, was dann passiert. Gut, dass ich hier Gasmasken auf habe. Warte mal, da unten? Nö, wir sind auch keine. Lass uns einfach mal laufen, wir werden schon gleich wieder rein. Einer. Sammeln! Ach komm. Matze macht sie immer tot. Sammeln, Matze haben wir gesagt. Matze blutet auch schon wieder. Ja, deswegen mache ich sie auch tot. Einfach laufen. Oh, Shotgun Shells. Komm, wir gehen mal wieder zurück zu den Wohnhäusern, wo wir drin waren, looten. Da sind bestimmt wieder welche. Hofft er. Ja, bestimmt. Einer rennt doch schon nach. Ja, habe ich gesehen. Was ist das da vorne? Ein Reh. Baby. Ja, was? Hat er nicht kapiert. Doch, habe ich. Recall it the Klassiker. Ja. Hab ich. Voll im Poppes. Oh, hui.
Au! Autsch! Der hat weh getan. Jetzt kommen's. Super Idee! wo seid ihr hin? Voll, das war die Granate. Weg. Das ist schon mal besser, als wenn er gar nicht sagt, wo er hingeht. Meine Granate hat nicht funktioniert. Das war ein Rohrkrepierer. Ich hätte die, doch nicht die vom Zweiten Weltkrieg nehmen sollen. 10% Herz. Oh. Die klitschen bei mir aber auch wie Sau hier gerade. Moin. Wo bist du, Matze? Der rennt davon. Tot. Yay! Ich bin nicht haben der Erste. Oh. Ich bin oben. Das ist aber so jetzt nicht okay, Matze. Ja, das Problem ist, ich habe auch nur noch 21%. Ja, viel Spaß. Und ich mit meiner 60%. Damit ist das Ende des Videos in Sicht. Denn wenn der Kameramann stirbt, braucht die Danu auch nicht zu überleben. Die Danu überlebt dann im Offscreen. Cream im Offscreen. Ich überlebe auch noch den Server Vibe, oder wie? Du überlegst genau nach dem Server Vibe, stehst immer noch da. Geh ich wohl auf 35%. Oh, 17. Rennen die alle hinter mir oder hinter dir her? Das weiß ich nicht, ich hoffe hinter dir, weil ich muss mir jetzt mal was bandagen. hinter mir. So, Danu, du bist die letzte Überlebende. Was, du bist tot? Oh, ihr seid gemein. Wie viele Zombies hast du denn auf dem Gewissen? Oh ja. Ich habe nur 33 auf dem Gewissen. Was? Bist du schlecht? Wildlife allerdings 8. Nee, was ist ja das? 8, ja. Minutes Survived 65? Ja, zufälligerweise ich auch. Komisch. Ach so, das ist dann nur für heute gezählt. Ich dachte, das wird so über alles gezählt. Solange man lebte mit dem Charakter. Oh, jetzt geht die Danu gleich im Bach runter. Ach, herrlich. Ja. Wie viele Zombies hast denn du, Matze? 58 und 3 Wildlife. Okay. Und ja, Danu? Ich war mit meinem Bogen nicht so effektiv wie mit ihr. 77 Zombies. Wow. Siehst du mal. Nicht schlecht hier, die Killer Lady. Also, ja, ich habe jetzt am Ende alles niederballert. Das war die letzte Folge vom Server Vibe. Nochmal richtig schönes Chaos. Und ich fand's lustig. Ja, auf jeden Fall. War lustig. Und wir sehen uns dann nach dem Server Vibe wahrscheinlich auf dem PvP-Server wieder. Ja, auf einem amerikanischen mal wieder, weil da sind die alle so nett und friedlich. Ja, das letzte, wo ich hingehe, ist ein Ami-Server. So. Das sind Träumen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich natürlich bei Danu und Matze. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in alter Frische und nicht als Zombie wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss, genau.